Wer den letzten Part geschaut hat, weiß schon längst, es geht weiter mit Schloss der Hotheads. Vor langer Zeit erkundete ich eine unerträglich heiße Festung, in der es Hotheads von der Decke regnete. Kannst wie ich damals einen Käferpanzer auf den Kopf setzen und lebendig entkommen? Ich wüsste jetzt nicht, wenn man nicht lebendig entkommen sollte, aber na gut. Viel Spaß da draußen. Danke. Danke, Toad. Oh. Alles klar. Kriegen wir hier direkt den Panzer? Okay, das Ding hat mich zwar berührt, aber na gut. Dann wurde mir eben kein Power-Up abgezogen. Na gut. Und da gab es sogar noch eine 10er-Coin. Cool. Dass das hier so eingebaut werden musste mit den Bahnen. Schon ein bisschen komisch. Oder muss man die in die Lava platzieren, damit die wieder rausgeschossen kommen? Und wenn man die in die Luft platziert und die fallen da in die Lava? Ja, okay. So ist es wahrscheinlich. Na gut. Und, oh, ey, dumm. Egal. Wann kriegen wir denn jetzt den Panzer? Ach, da ist er. Da ist er. Dankeschön. Am besten, wenn da Dinger von der Decke geflogen kommen, immer stehen bleiben. Ja, weil sonst das passiert. Man springt in so ein Ding rein. Und dann hat man richtig fett Pech gehabt, einfach nur, weißt du? Oh. Ah, okay, man muss sich da beeilen. Na gut. Hätte ich jetzt nicht wissen können. Oder hätte ich schon wissen können, aber ich habe halt jetzt nicht die... die Schienen da gesehen. So. Wer es sich leicht machen möchte, einfach die Viecher vom Himmel holen. Und das war's dann. Da hat es sogar noch eine Coin gegeben. Okay. Brauchen wir alle nicht. Ist schon gut. Aber wäre natürlich trotzdem schön gewesen, klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich das nicht ärgert, dass ich da die Dinger nicht bekommen habe. Aber es ist halt einfach nicht wichtig. Blooper-Feuerwerk. Ich habe 10 Blooper auf einem Planeten mit geringer Schwerkraft gebracht. Kannst du alle von ihnen besiegen und dann ins Ziel schweben? Halte B gedrückt, um einen Supersprung von ihren Köpfen aus zu vollführen. Ja. Weiß ich ja. Sollte eigentlich schon jeder wissen, dass man das kann. Okay, let's go. Besiege alle Blooper. Wir kriegen sogar eine Feder. Hätte es jetzt nicht gebraucht eigentlich. Ja, okay. Komm. Ich bin aber trotzdem der Meinung, die Feder braucht man nicht. Nein, ich brauche die Scheißfeder nicht. Kann ich es irgendwie nochmal hinkriegen, mir die abzunehmen? Wie habe ich das eben geschafft, mir die abnehmen zu lassen? Was zum Teufel? Okay. Alles gut. Jetzt kann ich zumindest mal das Ding ohne Feder zocken. Oh yeah. Luigi, halt dein Maul. Ich hätte es schon 10-mal schaffen können. So. So. Absolut kein Akt.
Nice. Hätte ich zwar gern beim ersten Mal geschafft, aber irgendwie hatte ich dann doch den Drang dazu, das ohne Fehler zu machen. Hätte ich vielleicht dann direkt neu starten müssen. Naja, beim nächsten Mal. Guter Lakitu, böser Lakitu. Kehehe, diese Wüste wird von Lakitus beschützt. Doch was ist das? Manche von ihnen wollen den Besuchern helfen, anstatt sie anzugreifen. Pah! Ungehorsam, Verrat, Sabotage. Dann zeig ihn mal, wo der Hammer hängt. Das werde ich tot. So, was gibt's hier? Ah, okay. Das ist dann anscheinend der gute Lakitu. Und das wird dann der Böse sein. Hä? Was zum Teufel? Hallo, ich brauche einen Powerblock. Was zum... Warum wurde mir denn da gerade jetzt kein Powerblock gegeben in der einen Situation? Holy shit. Das, ich will nicht sagen, dass es Luck war, aber... Das war es leider. So, hau ab. Okay, nice. Okay, ich glaube, hier gehen wir ohne Wolke durch. Da sind wir nämlich ein bisschen schneller. Oh, hier kann man Münzen nehmen. Klar, warum nicht? Ist da gleich eine Wand? Warum kann man hier hoch? Ah ja, okay. Komm, gib mal her. Ja, okay. Schade. Aber geschafft. Let's go. Was hast du noch für uns, Toad? Bob-Oms und Münzen. Dein Ernst? Wer vertreibt heute meine unerträgliche Langeweile? Ich habe Münzen verteilt und wer 50 davon vom Himmel holen kann, hat bestanden. Halte Y gedrückt, um Bob-Oms in die Hand zu nehmen, dann halte L hoch und lasse den Knopf los, um sie hochzuwerfen. Vom launischen Geldsack. Okay. Sammle mindestens 50 Münzen. Oh, Moment. Wenn man das richtig timet. Ja, dann fallen die so runter. Okay. Und hier im Nachttheme fliegt alles langsamer, nur man selbst nicht. Okay, interessant. Zack. Oh, und sogar alle abgesahnt. Oh, geil. Schon wieder. Nice. Und dieser Arsch da oben, ne? So, zack. Weg mit dir. Alles klar. Hä? Kann man sich das nicht gönnen?
Vielleicht muss man das perfekt machen. Ja, fast. Uff. Viel zu früh. Schwierig. Aber was soll's. Oh, Moment, vielleicht. Ja, so geht's. Alles klar. Aua. Oh nein. Komm. Boah, sind hier viele Münzen noch. Okay. Brauchen wir aber nicht. Wir haben alles. Alles, was wir brauchen zumindest. Und darauf kommt's an. Seid nicht gierig, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Oder besser gesagt, setzt euch ein klares Ziel und seid dann mit dem zufrieden, was ihr erreicht habt. So, der Steinquader des Schicksals. Junger Freund, in meiner neuesten Attraktion gilt es, einen Steinquader zu schleppen. Und ja, das ist so schweißtreibend, wie es klingt. Nur echte Stars der Manege werden das Ziel mit dem Steinquader in der Hand erreichen und den Preis entgegennehmen. Vom Zirkusdirektor. Viel Erfolg. Danke, Toad. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Die Level kenne ich schon. Wird man zerquetscht, by the way? Ja, komm. Ach so. Oh. Ich dachte, da kommt ein Steinquader raus. So, ich würde das gerne mal... Ja, doch, man wird safe von dem zerquetscht. Oh shit. Oh shit. So. Hallo. Nice, schön. Alles klar. Wie viele Schlüssel brauch... Ach, vier. Vier bestimmt, ne? Nee. Warte mal kurz. Da würde ich ungern her. Ich glaube, ich fange lieber mal mit der ersten Tür nochmal an. Mhm. Okay, nice. Dann stellen wir den davor. Und dann können wir durch. Dein Ernst? Oh, ich hab gerade nochmal gezählt, wie viele Türen es gibt und, ja gut, nicht gezählt, sondern drauf geachtet, wie viele Türen es gibt. Das sind einige. Das sind schon einige. Ach komm, hör auf. Okay. So. So.
Und jetzt kommt er so spät da rausgeschossen? Ey, komm schon. Naja. Ab in die zweite Tür. Was gibt's hier? Was hat das mit dem Steinquader zu tun? Ach so, Moment mal. Müssen die... Ah ja, okay. Okay, warte, warte. Ich leg ihn mal hier ab. Spring dann hier hoch. Oh nee, komm schon. Mann. Ich leg mir das Ding am besten direkt hier bereit. Luigi, halt's Maul. Uff, also das könnte echt einen ganzen Part in Anspruch nehmen. Zack. So, das ist ja kein Problem hier. Aber was hat's mit dem letzten Raum auf sich, frage ich mich halt. Man muss da doch kaum einfach mit dem Steinquader in der Hand durch die Kreissäge durch. Oh, okay. Komm mal ran, würde ich sagen. Nee, so geht's nicht. Mann, was muss man denn da machen? Ich bin zu blöd dafür. Ich glaube, ich fange mal hier mit dem Raum an. Was muss man denn hier machen, Mensch? Ich kann ja nicht einfach durch die Kreissägen durchlaufen, oder doch? Nee. Obwohl ich... Ja, okay. Kann ich nicht. Dann wäre das auf jeden Fall auch erstmal aus dem Weg. So.
was muss man hier machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich blöd. Heiliger Scheiß, bin ich dumm. Nein. Oh, was? Okay. Sorry, das war mega dumm. Also das wäre, ich glaube, das wäre auch so ein Moment, wo ich bei einem anderen YouTuber abgeschalten hätte, weil mich selber regt das auf, wenn man wirklich so blöd ist. Ich meine, ja, kommt vor, aber es regt einfach manchmal nur auf, wenn man da zuschaut und sich so denkt, oh, Junge, ernsthaft? Du raffst das nicht? Na gut. Okay, ja gut, den Raum kennen wir ja schon. Weil es, glaube ich, intelligenter wäre, den jetzt hochzumachen. Ganz genau. So. Hallo. Mach halt. So. Drei Schlüssel haben wir. Und jetzt auf zum vierten Raum. Was ist hier von einem verlangt? Okay, 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 okay. Okay, ja. Ich versteh's. Absolut nicht schwer. Einfach hier rumchillen. Und sich den Schlüssel gönnen. Nee, nee. Lass mich mal wieder zurück. Alles klar. Okay, wofür ist die... Ah, okay, dann kommen wir nach unten. Okay, das ist immer um so... Ja, okay. Ja, ich hatte hier die ganze Zeit Denkfehler. Mega dumm. Mega dumm. Aber was ist mit der Coin? Wie kommt man an die dran? Weißt du was? Ist egal. Ist egal. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben ein Level geschafft. Und ich habe nicht die 10 Coins bekommen. Das ärgert mich jetzt doch, aber ist im Prinzip auch wurscht. Nice. Das war ein cooler Rätsellevel. Und in der Tat, das hat den ganzen Part gekostet. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Eiszapfen-Spielplatz. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.